Okay. Ich hatte da eine Frage, bevor wir noch tiefer graben. Hat Rayna je was Verdächtiges getan? Ich meine, woher hatte sie dieses Amulett? Ich habe darüber nachgedacht. Sie hat mir vieles nie erzählt, bis sie meinen Dad kennenlernte. Warum sie ihre eigene Mutter nicht kannte. Über ihren Vater hat sie nur gesagt, dass er schlecht war. Ich weiß, sie hatte eine schwere... Hier geht's auch noch hoch, hier hinten. Aber woher sie kam, ist ein Rätsel. Okay. Sie hatte offenbar etwas zu verbergen. Aber was? Und wieso? Tja, ich hoffe, wir finden Antworten für dich. Ja. Ich auch. So, hier hinten ist nichts, wa? Hier, wo du warst. Ja, also, ich hab zumindest ein Schiff gefunden. Da geht's ja auch noch lang. Gott. Oh, schön, das Eis bricht da gleich hier. Scheiße, Entdeckung. Schwarm voraus. Okay. Reichlich Schwarm auf dünnem Eis. Denkst du, was ich denke? Granate da aufs Eis werfen? Werfe Granate! Müsste doch brechen jetzt, oder? Ah, oh. Ja, gut. Schön. Wunderbar. Voll schnell wieder eingeeist. Muss ja extrem kalt hier sein, ey. Krass. Schon wieder zu, das Loch. Scharfschütze. Oh, Scharfschützen. Ja. Gut. Psst, ich komme. Der hat echt nur eine Millisekunde gebraucht, um anzuvisieren. Voll der krasse Typ. Ich werfe eine Granate. Ah, ja, in demselben Moment habe ich natürlich auch. Geil. Ach, er kommt natürlich hier rüber, natürlich. Ist klar. Wo sind die Rohre da hinten? Wow. Ich komme. Das ist ein Bastard da mit seinem scheiß Scharfschützengewehr. Ich hab den eigentlich gerade mit einem Blitz betäubt, aber anscheinend hat er das irgendwie. Achtung, der Scharfschütze wieder. Ja. Oh, nice, schön. Scharfschütze ist weg. Boah. Sehr gut. Weil die Headshot-Maschine hier, Alter, das Ding. Diese. Oh. Von Dette. Dette. Die Boltok. Ja. Ja, ne. Ist echt geil. Das war der letzte. Wunderbar. Ich hatte irgendwie gehofft, hier oben wäre es zu kalt für den Schwarm. Tja, laut Marcus war Kadar die Locust-Zentrale. Vielleicht zieht sie irgendwas an. Na los, wir müssen den Turm erreichen. Ich helf dir hoch. Ach, diesmal umgekehrt. Hey Kate, wo bist du hin? Ey. Ich hab hier so eine Horrorvorstellung gerade. Ach so, na gut, geil. Wahnvorstellung. Und du wirst bestimmt nochmal zu einem von diesen hässlichen Viechern nachher da. Vielleicht mutierst du ja noch und kämpfst dann auf unserer Seite, wenigstens, das wäre ja noch was. Weißt du was von einem Kondorabsturz hier draußen? Allerdings, die Sturmfronten haben letztens welche runtergeholt. Haben sicher nützlichen Scheiß an Bord. Okay, klar. Sehen wir es uns an. Jack, kannst du den da öffnen? Ich hätte hier drin mit mehr DBs gerechnet. Vielleicht war der Flieger nicht voll. Oder sie sind losgezogen. Ja, cool. Beinahe am Turm. Na los. Hinten sind, warte mal. Wir haben wohl die okay, egal. Schaltet sie aus.
Bastion. Oh, schön. Okay. Alles klar. Hier würde ich erstmal eine Granate auf den See wieder werfen. Warst du das erstmal mit den Fußsoldaten? Ja, ne? Ja. Da ist aber irgend so eine hässliche Drohne noch da oben. Müssen ich glaube, wenn wir die zuerst töten. Ja. Wow! Egel. Oh, was warte. Blitz! Wow. Oh, wieder so ein schässlicher Egel. Zerstöre die Bastion, also diese Drohne. Mach uns mal kurz ein Schild, falls die wiederkommen hier gleich. Geht ja jetzt relativ schnell immer mit dem. Sehr gut. Egel. Ich halt, ob wir näher rangehen sollten, war, aber dann bricht das Eis vielleicht. Ich weiß nicht, ob die so schlau sind. Ja. Aber da ist halt auch keine Deckung auf dem Eis. Ja, eben. Probiert jetzt mal. Egel. Werfe Granate. Scheiße. Ma. Fick dich doch. Hab den Großen erwischt. Ah, sehr gut. Alles klar. Teich gesichert. Ich verseuchte Beschützer hasse. Komm schon, gehen wir zu dem Turm. Hier runter. Ach nee, ist nicht dein Ernst. Noch ein Aufseher. Oh, ich hab kaum noch Munition. Nicht. Gut. Jack, Blitz benutzen. Sehr gut. Ach nein, und die Freunde. Und ich hasse sie. Was musst du denn? Boah. Scheiße, ich hab nur noch 30 Schuss mit der Bulldog.
Nein, der hat die Drohne zerlegt. Ah, oh, nee, doch. Okay, oh Gott. Boah. Yes. Sehr schön. Oh, 9 Schuss hatte ich noch mit der Bulltalk. Ja, gut, reicht doch. Timing, gut, gut. Reicht doch, aber echt optimal getimed hier. Hätten wir mal von vornherein gleich drin können. Was zum Geier treibt dein Aufseher denn hier mit? Nein. Ach so, ja. Nichts Gutes. Dann nehme ich mir mal die. Hast du auch immer so ein Klingeln im Hintergrund? Von dieser Musik? Oder ist das irgendwie ein Soundfehler bei mir? So ein ganz leises, wie so ein nerviger Alarmton irgendwie im Hintergrund, aber nur ganz leise. Na gut. Nee, ich glaube nicht. Heraus, ob die Sache mit dem Turm funktioniert. Achso, nur so ganz unterschwellig, aber langsam wird's nervig. Roboter? Ja. Ja, warst du noch zuerst da? Ach, hier oben steht auch noch einer. So, wahrscheinlich besser von der anderen Seite. Na. Oh, was ist denn jetzt? Aufgepasst, ja. Sie sind aktiv! Sehr schön. Hier ist wieder Muni. Okay, Sie sind außer Betrieb. Jo, würde ich mir mal nehmen. Mit einem Granatlancer. Immer eins nach dem anderen. Geil. Granatlancer, ja, doch, nehme ich mal mit. Ich muss mal kurz gucken, ob das von dem Spiel kommt hier. Ich muss mal Audio kurz mal ausmachen. Ah, das kommt von dem Spiel. Das, irgendwas ist in dem Spiel. Ah, ist irgendein Effekt, der bei mir hängen geblieben ist. Wenn ich die Effektlautstärke runtermache, hört das Klingeln auf, ja. Ah, oh, okay. Da scheint irgendwie ein Sound hängen geblieben zu sein. Naja, egal. Jetzt mal ein bisschen leiser gemacht. Komme. Ju. Los, öffnen wir das Ding. Alles klar. Wir sind drin. Ja. Und jetzt zu den Nachrichtendaten der Konsole. Rein mit dir, Jack. Ich muss mal den Effekt, die Effektlautstärke runterdrehen. Jetzt ist es schon so ein dauerhaftes Fiepen irgendwie, wie so ein Tinnitus. Unautorisierter Zugang. Das ist ein bisschen nervig. Okay, das ist nicht ideal. Um den Weg raus kümmern wir uns, wenn wir die Daten haben. Also, wir scannen nach einer Übertragung, die zu der aus New Hope passt? Ganz genau. Ja, dafür müsste denn aber
Hallo. Ja. Ach, musst du da irgendwas machen? Mhm. Ach so. Weil bei mir stehst du hier nur in der Gegend rum. Musst du denn machen da? Muss da die Signale finden. Achso. Ach, da auf der Karte. Ein passendes Signal. Ein Turm südöstlich von uns. Können wir mit diesen Daten das Labor finden? Noch nicht. Wir brauchen noch einen weiteren Turm für die Suche. Was meinst du? Informieren wir Marcus? Ich rufe ihn vom Skiff aus an. Verschwinden wir von hier. Tür hier hinten kann man nicht öffnen. Das Schloss auf. Halt schlecht, ich hab da auch da drauf gezielt und geguckt, ob man mit dem Jack interagieren kann da. Da hat er gar nichts angezeigt. Jack, brich das Schloss auf. Was zur Hölle ist das? Irgendeine Werkstatt? Ich hab hier was. Ein Spektralwand. Ahnung. Ich habe eine Idee für Jack. So, Fern- und Nahkampfangriffe heben den Tarneffekt auf. Naja, gut, das kennen wir ja schon aus Wolfenstein. Ja, genau. Stimmt. Aber ich glaube, hier kann man noch so ganz gut schleichen, weil das hat doch ganz gut funktioniert eigentlich. Ja. Eben gerade. Sieh mal, Jacks Tarnung kann jetzt auch uns unsichtbar machen. Sieh mal, Jacks Tarnung, sieh mal, Jacks Tarnung kann. Ja, wie oft will er das jetzt noch machen? Sagen. Ich weiß auch nicht. Hier sind Überwachungskameras. Apropos unsichtbar. Ja, sollten wir mal ausprobieren. Ah, kannst du gleich mal hier ausprobieren jetzt. Bei den Kameras. Na, die haben hier so Laserstrahlen. Ach so. Ich bin wieder zurückgelaufen, ich Vollidiot. Kann jetzt auch ja. Alter. Okay. Drei. Kommst du weg von der Wand? Ja, ja. Und dann los. Alles klar. Ein Problem weniger. Gut. Läuft. Dann komm, zurück zum Skiff. Oh, Gegner. Nicht so schnell. Scharfschütze. Wenn die uns bloß irgendwie unsichtbar machen könnten. Wenn ihr weiter raus. Was schlecht. Machen wir sie fertig. Helft mir hoch. Oh, bin tot. Danke für die okay, Hilfe, wurde wiederbelebt. Ach doch, wenn du Y drückst, dann belebt er dich wieder, der Jack. Oh, der hat meine Deckung weggeschossen. Oh. Bin hinter dir. Oh, mein Tod. Ah, wurde wiederbelebt, alles gut. Also wenn du Y drückst, dann belebt der Jack dich wieder dann.
Okay, der ist tot. Feind ausgeschaltet. Oh Gott. Okay, wir haben alle. Und jetzt den Hügel runter und zurück zum Skiff. Wir müssen zurück. Das Pfeifen ist jetzt weg. Turm. Ja, und danach suchen wir dein Labor. Ja. Pfeifen ist jetzt wieder weg bei mir. Gut. Blöd. Hör mal, ich muss dich was fragen. Kann man gar nicht rauf. Wenn du deine Antworten hast. Ja. Was dann? Ich meine, wie geht's dann weiter? Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich weiß, du bist nicht gerade begeistert von der Crew. Hey, wenn du dir Sorgen machst, dass ich weglaufe. Nein, nein, dass du abhaust, macht mir keine Sorgen. Nein? Tja, vielleicht solltest du das. Zumindest ein wenig. Oh, großartig. Wunderbar, okay. Ich muss mir jetzt aber erstmal was zu essen machen, ich habe übelst Hunger. Ja, dann macht es. Halb 10, ja, passt doch. Ja, ist gut. Hat er gerade gespeichert noch? Ja. Ja, warte. Okay, sehr gut. Achso, warte mal, was ich aber nochmal machen wollte. Ich wollte ja hier nochmal in die Tür rennen. Das mache ich jetzt so und nächstes Mal vergesse ich das nicht. Ich komm mit. In den Bunker, 5 Meilen unter der Erde. Okay. Hast du Platz für 2? Hast du nicht Jack vergessen? Ja, aber der braucht nicht viel Platz. Und du? Wohin würdest du gehen? Weiß. Gut, dass du die Rüstung gemacht hast, war gefährlich. Na, ich war immer, weil es die Tür explodiert jetzt hier. Kann Jack die öffnen? Nee. Die Non-Cons wurden auch hier angegriffen. Hier steht, Norsko wurde verkapselt. Also hat Lina ihn eingesperrt. Boomshot-Relikt. Hier steht, sie ging zu einem Funkturm, südöstlich von hier. Wir müssen sie finden. Ja, nicht ganz funktioniert. Gut. Finden Sie einen Weg vom Turm. Ja, da müssen wir sowieso hin, dann ist er gleich mit einer Nebenmission verknüpft. Perfekt. Okay. Gut, dann beende ich das hier mal. Jo. Und